ja, damit du Bescheid wisst. Ich ficke Yasser, ich ficke Umut und ich ficke Baralo. Yasser, du liegst meine Nummer und ich liege jetzt deine Nummer. Tamam? Ich liege deine Nummer. Hier, ich gebe euch jetzt Yasser Abu Shaka seine Nummer. Tamam? Ja, dieser Heuchler. Dieser Heuchler, hier, schreibt euch auf. Ein Freund, damit du Bescheid weißt, ich bin nur mit einem Freund hier. Nur mit einem Freund. Komm jetzt alleine, jetzt, jetzt. Hast du verstanden? Danach ist Yasser, Umut und dann Barello, du Kleiner. Du weißt, du bist 15 Minuten von mir entfernt. Komm jetzt, 15 Minuten. Salam alaikum. Oh, Alban, wallah, wäre ich in Berlin. Bei Allah. Mit seiner Mutter, ich werde hier live gehen. Mit seiner Mutter, ich werde hier live gehen. Merkt euch das, was ich euch sage. Mit seiner Mutter, ich werde hier live machen. Und ich werde sie matchen. Ich werde nicht viel reden. Für diese Worte, merkt euch das, was ich euch sage. Er wird seine Strafe dafür bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Ich verstehe ja eins nicht. Wie ich weiß nicht, wer ihn reingeholt hat. Aber für diese... Yasser machen. Auf Yasser, auf Arafat. Ich werde auf alle Ansagen machen. Auf alle werde ich Ansagen machen. Bei Allah, keiner kann mich mehr aufhalten. Ich hab lange genug meinen Mund gehalten. Jetzt werden alle sehen. Die haben mich alle hintergangen. Bei Allah jetzt. Ich habe noch nie Mütter beleidigt. Umut, ruf mich gestern an. Heult rum. Ich habe 100 Zuschauer. Bitte, wir müssen Fitner machen. Ich habe alle Screenshots. Jetzt auf einmal will auf mich Fitner machen. Hamza, dieser Hund sagt, Hamza sagt, ich habe ihn verraten bei Hamid. Ich habe ihn verraten bei Hamid. Tamam, okay, wir haben jetzt. Ich werde mich jetzt mit Hamza treffen. Wenn Hamza ein Mann ist, ich werde mich jetzt mit ihm treffen. Ew! Aber warum? Aber was hat Arafat damit hier zu tun? Hier, meine Brüder sind da. Meine Brüder sind da, hier. Gerade, damit ich weiß. Hast du was gezogen? Bei Allah, ich bin nicht besoffen. Yasser Abu Shaka sagt, ich bin besoffen. Yasser Abu Shaka sagt, ich bin im Drogen. Tamam. Hat er nicht? Yasser soll mal Drogentests machen, wer Drogen nimmt. Tamam? Guck mal, was er übertreibt. Voila. Dude, bei Allah, ey. Umut, am besten Dings wissen, warum du die so. Yasser Abu Shaka redet über mich im Live, sagt ja, man soll nicht über Menschen, man soll erstmal den Menschen, wir werden morgen reden. Er hat gesagt, du bist auf. Besoffen. Auf Nase. Nee, Yasser, du redest, du sagst zu mir, ich bin auf Nase, ich bin auf Alkohol, sagst du zu mir? Tamam? Wer ist mit dir nach NRW gekommen? Ich weiß, du brauchst keine Hilfe. Du bist ein Mann am Ende. Tamam, gebe ich dir. Aber ich bin trotzdem mit dir gekommen. Ich habe dich live reingeholt. Ich habe immer den Leuten gesagt, sollen dich supporten. Nimm Yasser das Plus weg, damit er live kommt. Jetzt, du machst Geld, du bist Yasser Abu Shaka, alles gut. Ja? Jetzt auf einmal, du redest über mich, bei Barello. Ich habe dich mit Barello zusammengetan. Du machst Geld ohne Ende. Ihr macht eure eigenen Matches. Sage ich irgendwas? Bei Allah. Also alles hat er dir zu verdanken. Bei Allah, ich gönne dir von ganzem Herzen, dann redest du über mich, dann sagst du ja, er ist auf Abiat, er ist Alkohol und er wird sich morgen wie ein Hund entschuldigen. Bei Allah, ich werde mich nicht entschuldigen bei dir. Ich bin ein Hurensohn, wenn ich mich bei dir oder bei Arafat entschuldige. Aber was hat Arafat jetzt damit zu tun? Versteh ich nicht. So, weil Arafat ist sein Bruder und Arafat hat mich privat angerufen. Und ihr weiß, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und wenn ihr Männer seid, ihr kommt und ihr macht eure Konsequenzen bei mir, wenn ihr Männer seid. Ihr wisst, ich wohne in Berlin, Kreuzberg, Hallisches Tor. Wenn ihr Männer seid, ihr kommt morgen dahin oder ihr kommt jetzt dahin. Bei Allah. Ich lasse mich nicht mehr runterkriegen. Ich lasse mich nicht mehr bedrohen. Interessiert mich nicht mehr. Okay, weil du heute... Ich lasse mich von niemandem mehr irgendwie verarschen. Junge, du warst ein Sklave der Familie Abu Shaka. Keiner hat dich runtergekriegt. Wir haben dich alle immer einmal mit offener Arme gedingst. Der Einzige, der Sklave von Familie Abu Shaka ist, bist du. Ja, du bist der Einzige, weil du traust dich nicht raus, du traust dich nirgendwo mehr hin ohne Familie Abu Shaka. Tamam? Zum Boxkampf mussten wir dich abholen. Als wir nach Essen fahren mussten, mussten wir dich auch abholen. Deswegen rede ich über mich. Barolo, Wallah, ich mein's gerade richtig ernst. Ich weiß, du magst mich privat, ich weiß es. Bei Allah, ich weiß es. Sag nicht hier irgendwie Familie Abu Shaka. Ich habe Familie, ich habe Geschwister. Ich bin von niemandem der Sklave. Lieber ich sterbe. Hast du verstanden? Ich habe immer meinen Mund gehalten. Ich bin immer zu jedem korrekt gewesen oder so. Aber wenn ein Yasser über mich redet, Yasser redet über mich, sagt, ich bin besoffen und ich bin auf irgendwelche Substanzen oder so, hast du dich falsch geschnitten, mein Freund? Ja? Dann müssen wir uns beide überlegen, wer auf was ist. Sag mal. Also zieht er, meinst du?
Habe ich nicht gesagt, aber die Leute wissen, was sie jetzt macht. Ja, ja, mich nicht mehr. Wenn Umut was will, und das meine ich als ernst, wenn Umut was will, soll er morgen nach Berlin kommen. Bei Allah, auf seinen Kopf wird getreten. Weil ich bin diesmal im Recht. Ich habe diesmal Hack. Ich habe diesmal Hack. Wallah. Wallah, ich habe Hack. Und Yasser liegt meine Nummer. Ich habe vor niemandem Angst. Ich habe Yassers Nummer auch geleakt. Damit ich euch zeige, ich habe vor niemandem Angst und es ist kein Promo-Move und ich mache keinen Spaß hier. Yasser, du leakst meine Nummer, ich habe deine Nummer auch geleakt. Was willst du machen?